Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley, wo wir endlich mal ein Schlafzimmer haben, das auch aussieht wie ein Schlafzimmer. Wir kommen zwar auf der Seite... Nein, ich will jetzt noch nicht ins Bett gehen. Wir kommen zwar auf der Seite nicht mehr raus, aber macht nichts. Muss mal halt hier rausgehen. Unser Kalender ist noch erreichbar. Heute ist nichts Besonderes. Wir können nach wie vor in den Fernseher schauen, denn heute kommt die Queen der Soße. Und ich hoffe, dass es ein neues Rezept gibt. Preiselbeersüßigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon haben. Hier ein Rezept, das Spaß macht und mit dem du das ganze neue Jahr feiern kannst. Preiselbeeren sind an sich ziemlich bitter, aber tauche sie in ein Bad aus Zucker und sie schmecken wie die Tränen eines Engels. Gehe wie folgt vor. Du hast gelernt, wie man Preiselbeersüßigkeit macht. Yay, wir können Preiselbeersüßigkeiten herstellen. Super. Darf ich mal anmerken, dass der immer noch sehr lustig ist. Gut, also willkommen in unserem neuen Schlafzimmer. Hier, wie gesagt, kommen immer noch Sachen drauf, Deko-Sachen. Hier unten ebenfalls. Und da suchen wir uns noch eine schöne Statue aus. Ich fand das von Lea, die Statue, schön. Mal gucken, was wir finden. Vielleicht auch unser Abzeichen. Da gucken wir mal. Aber wir werden jetzt erstmal das Preiselbeer-Ding kochen. Weil... Sonst vergessen wir das. Ist nur die Frage... Wo ist es? Aber das Problem... Kennen wir ja schon. Warum ist es eigentlich nie da, wo ich suche? Jetzt ist es wieder auf der letzten Seite. Ah, ist doch schrecklich. Ah, Preiselbeersoße. Preiselbeersüßigkeit. Ah, okay. Juice ist das, nicht Süßigkeit. Saft eigentlich. Oder Smoothie. Ja, wir brauchen eigentlich nur noch einen Apfel. Einen Apfel haben wir definitiv. Und dann können wir schon den Saft herstellen. Ist das nicht cool? Yeah, ein Smoothie. Passt nicht mehr rein in die Kiste. Hier passt er aber rein. Juhu. So, sehr gut. Dann haben wir ein weiteres Rezept gelernt, das wir kochen können. Es wird weniger. Es ist aber trotzdem noch viel zu viel. Naja, aber immerhin mal wieder was aus dem Fernseher. Das ist gut. Hier unten tut sich nach wie vor nichts. Das ist super. Und jetzt gehen wir mal hier raus. Zum einen brauche ich meine Hoe. Ich nehme mal das alles mit. So, zum einen die Hoe, weil die Hoe wird gleich hier verwendet. Wo wir eh nichts Spannendes finden. Wir haben Post. Hi, wie geht's dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss. Emily schenkt uns Wolle. Immer diese Wollen, die wir ihr dann eh wieder nur zurückschenken. Ich will keine Wolle. Ich will Marmorblock. Das wäre geil. Also, Emily, wenn du mir einen Marmorblock schenken würdest, ich heirate dich instant. So, das ist fertig. Unten ist auch Wein fertig. Dann müssen wir das auch noch schnell machen. Einmal die zurück und 62 Engine Fruits für den Wein. Und weil wir gerade dabei sind, können wir die Wolle hier reinlegen. Das hier reinlegen. Und übrigens, wir haben über 2 Millionen Gold. Hier sieht man es zum ersten Mal. 2 Millionen Gold. Wir sind toll. Wir sind so toll. So, wahrscheinlich ist jetzt da drin wieder nichts fertig. Doch. Dann ernten wir mal den Wein. Und hauen gleich eine neue Engine Fruit rein. Ich bin mal gespannt, wann wir die ganzen Engine Fruit Weine verkaufen auf einen Schlag, die wir sowieso nicht in den Keller legen können, weil es einfach viel zu viele im Keller sind, beziehungsweise die viel zu lange brauchen. Dann so ähnlich Monsterverkauf wie
Wie damals bei den Diamanten, die wir ja auch gehortet haben, wie blöde. So, dann hauen wir die Weine darüber. Das dürfte jetzt über 200 Flaschen, naja, über 300 Flaschen jetzt schon. 350 Flaschen genau. Also, die müssen wir definitiv nicht alle aufheben. Gut, nachdem jetzt der letzte Tag im Winter ist, machen wir nochmal eine Rundtour, weil es nun mal immer noch die beste Zeit ist, um diese dämlichen Würmer zu finden. Und nachdem uns ja immer noch zwei Artefakte fehlen, nämlich dieses Jewelry, dieses Halsband und diese dämliche Puppe. Hallo Verkäufer, hast du Marble im Angebot? Das wäre toll. Strohboden, Höhlenkarotte, Erdbeere, Höhlenkarotte, Kaffeebohne, Kugelfisch, Höhlenkarotte. Sehr Höhlenkarotten. Intensiv heute. So, immerhin gibt es hier mal Würmer. Mit Steinen. Toll. Das war es dann auch schon wieder an Würmern hier. Ja, großartig. So, ja, wahrscheinlich. Ja, wir werden immer wieder mal hier durch den Wald rennen müssen, weil das eine Artefakt findet man eben nur hier. Oder eben durch Buddeln in den Minen. Aber ich habe den Eindruck. Oder wie rum war das jetzt? Genau, das Jewelry, dieses Halsband, finden wir zu 1% hier im Wald. Das heißt, hier müssen wir noch durchgucken. Ansonsten müssen wir wieder fischen. Da habe ich keine Lust drauf. Werden wir aber relativ bald machen, weil wir diesen einen legendären Fisch dann für den Frühling relativ bald holen müssen. Ja, super. Hier sind ja gar keine Viecher. Ganz toll. Und die Strange Doll finden wir ja überall. Dementsprechend lohnt sich das schon mal. Och, mich nervt das immer, wenn ich da nicht durchkomme. Kann das Pferd sich nicht einfach mal querstellen oder so? Das wäre sehr hilfreich. Hier ist ja auch nichts. Sind doch überhaupt irgendwo Würmer? Da unten sind Würmer. Gut, dass ich erst gemeckert habe. Das ist nicht das, was ich will. Hier drüben sind auch keine. Also irgendwo hier auf der Karte müssen wahnsinnig viele. Würmer sein. Wenn die sich ja angeblich irgendwie immer irgendwie verteilen. Wir haben immer noch eine Geode, das ist sehr gut. Dann können wir mal ganz kurz hier vorbeischnuppern. Da ist zwar nichts drin, was wir brauchen können, aber naja, immerhin ein Baryt, was wir nicht mehr brauchen. Hurra! Das ist sehr wurmarm. Wo sind die denn alle? Merken die, dass Winter ist und Ende vom Winter ist und sagen sich, nö, mag jetzt nicht mehr. Nun ja. So, wenn ich jetzt hier nichts sehe, dann mache ich keinen großen Umweg mehr noch weiter in den Westen. Ich sehe auch wirklich nichts. Hallo Maru. Dann gucke ich noch mal ganz kurz hier und ansonsten geht es dann gleich zurück. Aha, immerhin. Immerhin noch einer. Mit Clay. Juhu. Naja. Leins möchte auch ins Bad gehen, okay. Das ist komisch, das waren jetzt wahnsinnig wenig Würmer. Aber gut. Nehmen wir mal so hin. Oh, da sind immerhin noch welche. Auf unserem Feld. Und sie geben uns eine Winterroot. Ganz toll.
Ganz großartig. Gut, dann halten wir das. War das wohl unser letzter Ausflug nach Suche nach Würmern im Winter? Und genau das Ding können wir verkaufen. Dann gehe ich mal ganz kurz hier rein. Das ist erstens einiges, was wir ernten können. Ich sage immer ernten, das ist echt falsch. So, hier in unseren Kisten haben wir ja auch irgendwo schöne Statuen. Ich finde jetzt eigentlich alle nicht so ganz wahnsinnig prickelnd. Aber wir haben irgendwo etwas. Hier unseren Heldenpokal. Den würde ich irgendwie gerne hinstellen. Genau. Unseren Heldenpokal. Den hätte ich gerne in unserer Wohnung. Auch wenn der wahrscheinlich gar nicht so sehr da in die Wohnung passt, aber ist ja nicht mein Problem. Ach, diese dämliche. Boah, das sind drei Fackeln, das gibt 15 Gold, wenn ich mich nicht irre. Hui, 15 Gold. Ich würde ja gerne unserer Katze so ein kleines Nestchen bauen, aber. Ist ja auch irgendwie. Bringt ja nichts. So, dann stellen wir unseren Sternenpokal da unten in die Ecke. Passt hier eigentlich auch gar nicht so schlecht rein. Ist ja auch gelb. Nur das Blau passt nicht so. Aber ist egal. Den will ich hier einfach drin stehen haben. Und wie gesagt, was wir hier dann so hinstellen, das überlegen wir uns. Aber wenn wir jetzt doch gerade nichts zu tun haben, würde ich sagen, machen wir doch einfach hier weiter. So, das kommt hier hinter. Das werfen wir nicht weg. Diese Laterne will ich die haben. Warum eigentlich nicht? Aber die müssen auf alle Fälle weg. Und hier möchte ich noch mal so einen anderen Platz hin. Also hier unten, da sind halt Kisten und was weiß ich. Ist halt so. Komm doch mal mit. So. Genau, wie viel Platz haben wir da eigentlich? Das ist jetzt die große Frage. Einmal brauche ich mal wieder unsere Beistelltische. Die waren, glaube ich, mit etwas weiter unten. Genau. Ich fand eigentlich die hier schön. Schön hell. Und die stellen wir mal hier hin und hier hin und hier hin. Und dann brauche ich noch mehr. Also warum stelle ich jetzt so lauter kleine Tische nebeneinander? Das hat den Grund, weil wir einfach auf jeden Tisch ein Item legen können. So, hier hin. Und das können wir halt, ich kann auch einen großen Tisch hinstellen, so wie hier oben, aber dann können wir halt nur eins hinlegen und das möchte ich irgendwie nicht. Genau. So, dann können wir diese Laterne, damit es ein bisschen heller wird, hier hinstellen. Da liegt sie nicht im Weg. Und dann hätte ich gerne einen Tisch. Und ja, das ist jetzt die große Frage. Imbissstuhl finde ich jetzt ein bisschen mehr. Die Thrones haben wir ja schon. Dann nehmen wir mal die Dinger hier. Essstuhl und dazu einen schönen Tisch. Die sind ja zu groß. Ich brauche so einen kleinen, gemütlichen Tisch. Luxuriöser Tisch. Der hat eine schöne Decke eigentlich. Puzzletisch ist blöd. Süßigkeiten-Tisch passt. Nein, das passt nicht. Der grüne Tisch passt definitiv nicht. Und die sind wahrscheinlich wieder viel zu groß. So, schauen wir mal. Einmal der luxuriöse Tisch. Der würde zum Holz passen. Das würde der hier aber höchstwahrscheinlich auch, weil der halt rot ist und eigentlich ganz gut zur Wohnung passen würde. Dann haben wir noch den grünen Tisch. Der ist grausam. Und der blaue, den könnte ich mir unter Umständen vorstellen. Ah, ne, das ist ja ein Steintisch. Nee. Ich glaube, mir gefällt der hier besser.
Genau. Und dann stellen wir mal die Tische nebendran. Stühle. So. Und oder alles eins höher. Eins höher passt eigentlich. Nee, es passt nicht ganz, weil dann kommt man oben nicht mehr lang. Mal gucken. So. Dann brauchen wir jetzt einen Teppich. Warum gehe ich eigentlich ins Menü? Brauchen wir mal wieder mal einen Teppich. Und dieser Teppich. Ach, das ist so blöd, dass man das nicht sortieren kann nach. Die ganzen Teppiche wieder hin. Der rote Vorlieger haben wir drüben schon, schwarz haben wir oben schon. Ein roter Teppich, nochmal den grünen haben wir auch schon so oft, der blaue wird nicht passen. Vielleicht der. Die waren so klein. Oder der hier. So, dann gucken wir mal. Also entweder der hier. Na, den können wir gleich weg, weil der ist viel zu klein. Der rote, den könnte ich mir vorstellen. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen sogar. Tisch gehen wir weg. Und wieder rauf. So. So, und jetzt. Halt, meine Logik war falsch. Ja gut, dann stellen wir den hoch, dann kommt man da oben halt nicht so direkt hin, aber macht nichts. Und hier müssen wir jetzt was ausprobieren. So, wir haben verschiedene Zäune. Ich hätte da gerne, würde mir da gerne so eine Wand reinziehen. Wir haben keine Zäune mehr. Jetzt ist nur die Frage, welchen Zaun? Ist ja schon wieder so spät. Wahnsinn. So. Keine Ahnung, was ich gerade brauche. So, wir haben hier verschiedene Zäune. Ein Steinwand passt da, glaube ich, nicht rein. Entweder müssen wir einen Holzzaun reinsetzen oder einen Hartholzzaun. Das testen wir jetzt mal aus. Einmal Hartholzzaun. Kann ich die überhaupt hier einsetzen? Ja, gut. Das schaut auch gar nicht so schlecht aus. Oder der hier. Okay. So, jetzt ist nur die Frage, ist es gerade nicht hell genug? Ich setze mal jetzt hier zwei Laternen hin, einfach damit es hell wird. Die bleiben da nicht. Was sieht jetzt besser aus? Das hier oder das hier? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube fast das hier. Oder? Nee, eigentlich fast das Dunkle. Mir gefällt das Dunkle, glaube ich, besser. Dann machen wir das hier wieder weg. Das heißt, der normale Holzzaun gefällt mir besser. Das ist mir sympathisch. So. Und dann kommt. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht einbaue. So. Und hier ziehe ich den ebenfalls runter. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das ausschaut, wenn ich das hier wegreiße. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Wenn ich nämlich jetzt hier eine Blume reinsetze, dürfte das ganz gut aussehen. Gibt es irgendwelche Blumen, die ich jetzt komplett übersehen habe? Eine klassische Lampe. Lampe möchte ich da jetzt eigentlich nicht hinhaben. Schön. Immer noch. Wie sieht es aus, wenn die Blume hier drin ist? Das schaut doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ja. Gut, was wir jetzt noch gar nicht haben, sind Fenster. Da möchte ich oben eine große Front an Fenstern drin haben. Und damit das nicht so wuchtig aussieht, nehmen wir hier einmal große Fenster und kleine Fenster. Müssen wir nur gucken, wie rum.
Entweder so rum. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut aussieht. So. Oder so. Oder lieber andersrum. Finde ich fast besser. Irgendwie wirkt's aufgeräumter. Ja, cool. So, dann müssen wir den jetzt mal hier wegstellen. Ich habe keinen Platz mehr. Geh doch mal hier hin. So, 23 Uhr ist. Dann haben wir hier noch einen Teppich. Der liegt da jetzt zwar eher so aus Zufall, aber ich finde den da gar nicht so schlecht. Ich brauche noch mal zwei von denen. Ich will die Teppiche suchen. Oh, das. So eine Suchfunktion wäre super. Na, komm, Teppich. Hier. Das war der hier, hoffe ich. Dann könnte ich. Kann ich die übereinander legen? Nö. Aber hier könnte ich einen hinlegen. Oder eins weiter runter. Theoretisch könnte man natürlich jetzt hier auch noch einen Zaun hinlegen, aber das Problem ist, dann habe ich hier meine Kisten und die sind dann ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite bin ich gerade am Überlegen, wenn ich den hier abbaue, hier runtersetze und da nochmal so eine grüne Lampe reinsetze. Lampen waren, glaube ich, auch recht weit unten. Einfach damit wir mehr Licht haben. Das war diese klassische Lampe, oder? Genau. Hier rein. Das ist gut. Das macht ein bisschen heller. Und dann müssen wir uns noch überlegen, was wir auf diesen Tisch stellen. Zum Beispiel einen orangefarbenen Bürohocker. Sehr gut. Kleine Dekosachen bräuchten wir. Da haben wir immer noch diese dekorative Schale. Wir hatten eine Tischpflanze. Die haben wir aber oben schon. Die Schale kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Sonnenbild haben wir noch. Ah, die kleinen Fotos könnten auch cool sein. Ein kleiner Kristall. Es ist ja ein Wahrsagertisch, so gesehen. Okay, dann schauen wir mal. Also einmal das Bild würde ich gerne hier hinhängen. Das könnte aussehen, aber ich glaube, diese kleinen Fotos sind da fast netter. Irgendwie lockert es ein bisschen mehr auf. Lassen wir die. Und dann hätten wir jetzt die Wahl zwischen einer... Ne, nicht die Lampe. Ja, das ist blöd. Irgendwie der Kristall ist doof. Ja, passt schon. Den können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Deine Lampe brauchen wir nicht. So, schaut auch ganz gut aus. Nur die Tische, da muss halt wieder was drauf. Hier und da. Wie gesagt, müssen wir noch überlegen, was wir drauf machen. Und prinzipiell hätte ich, wenn jetzt diese Kiste da nicht stehen würde, hätte ich da wirklich noch nochmal einen Zaun runtergezogen. Aber. Überlegen wir uns mal anders. Überlegen wir uns auf alle Fälle irgendwann anders. Finde ich soweit jetzt ganz okay. Dann räume ich mein Inventar. Na, nicht den Teppich da reinlegen. So, das Holz kommt zurück. Die Zäune lege ich hier raus in die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Dekokiste. Die Skulptur lasse ich jetzt erstmal hier.
So, und damit haben wir auch unser Wohnzimmer und damit ist unser Haus fast fertig, bis auf das Kinderzimmer. Ich muss jetzt ins Bett, wollte ich sagen, aber ich schlafe lieber im Wohnzimmer, im Schlafzimmer ein. Haben noch mal einen schönen Blick aus Wohnzimmer. Oh, wisst ihr was? Das Spiel ist abgeschmiert. Yay! Gut, dann muss ich das wohl noch mal nachspielen, nachbauen. Haha, gut, dass ich das Video habe zum Nachgucken. Großartig. So, nochmal, nächster Versuch. Ich habe jetzt alles nochmal nachgespielt. Es sieht wieder so aus wie zuvor. Ich habe auch dran gedacht, das zu kochen, was wir gekocht haben. Also hier unseren Preiselbeer-Süßigkeit. Habe alles geerntet, bin dieselbe Route nochmal abgegangen. War genauso wie zuvor. Also alles gut. Den setze ich mal ein bisschen dahinter. Und den da auch. Einfach so, weil dann steht es nicht so im Weg. Sieht sogar so ganz gut aus mit dem Buch drüber. Das ist ja lustig. Hier. Schade. Naja, gut. Und ihr seht, es ist ein bisschen früher. Es ist 7:30, aber ich gehe jetzt trotzdem ins Bett, weil ich habe ja alles gemacht, was wir machen wollten. Und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Nein. Das ist blöd. Gut, das ist jetzt ein blödes Problem, weil dann weiß ich nicht, woran es liegt. Nächster Versuch. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt ist es 2:30. Ich habe jetzt keine Lust mehr, so lange zu warten. Ich habe es nachgebaut. Habe aber jetzt mal die Stühle hier weggelassen und den Zaun. Vielleicht mag er ja irgendwie diesen Zaun im Haus nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Bin einen anderen Weg gelaufen und ich habe tatsächlich eine alte Puppe gefunden, aber das ist nicht die, die wir brauchen. Also nicht wundern, wenn da jetzt plötzlich eine alte Puppe rumliegt, eine neue Puppe rumliegt. Die könnten wir irgendwann theoretisch mal hier ins Kinderzimmer legen. Deshalb verkaufe ich die jetzt nicht. Aber wir probieren es einfach mal aus, ob es wieder crasht. Also ist ein bisschen nervig. Na, Gott sei Dank. Okay, also anscheinend, ich vermute einfach mal ganz blöd, dass der den Zaun nicht mag. Was schade wäre. Muss ich mal irgendwie ausprobieren. Aber zumindest hat es jetzt so weit funktioniert, dass wir weiterkommen. Genau. Naja, immerhin 46.000 durch Diamanten dazu bekommen und ein bisschen Erfahrung. Reicher. Mal schauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich vermute am Zaun, dass er das vielleicht nicht irgendwie richtig speichern kann. Ich weiß es nicht, aber das finden wir schon irgendwie raus. Genau. Also dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Ach ja, nächstes Mal ist Frühling. Yay. Tschüss.